Stachybotrys oder Aspergillus, das sind Schimmelpilze. Eklig und gefährlich. Sie sollten nicht mit dem Menschen wohnen, denn sie machen krank. Sie lösen Allergien aus. Sie lösten in Hamburg aber auch eine grandiose Recherche, einen Skandal, einen Widerstand aus. Die Autoren Volker Terhaseborg und Lars Martin Nagel sezieren den Niedergang ganzer Wohnviertel aus ökonomischer, kommunalpolitischer und menschlicher Perspektive. Sie analysieren, wie ein amerikanischer Hedgefonds aus ehemals staatlichem Immobilienbesitz größtmögliche Profite herausschlägt auf Kosten der Bewohner. Und sie nennen diesen Prozess scharfsinnig Raubbau. Ich bin sehr überzeugt von dieser Serie, denn sie wirft ein Licht auf Probleme, die hunderttausende Menschen in diesem Land umtreiben. Ein Aufregerthema, mitten aus dem Leben und von größter Relevanz. Die Autoren mussten nur recherchieren, am Ort hingucken, um klar benennen zu können, wie Marktmacht missbraucht wird. Ein Unternehmen mit Wohnimmobilien muss im Schnitt 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter jährlich ausgeben, um die Substanz ordentlich zu erhalten. Die GAGFA senkte diese Investition von 9 auf 6 Euro. Renditen wurden gerettet und nicht morsche Balkone. Und Mieter sahen hilflos zu, wie aus einem Viertel Verfall wurde. Raubbau. Die GAGFA gehört diesem Hedgefonds, der auf der Privatisierungswelle in deutsche Wohnstuben gespült wurde. Kommunen stießen in Milliardenhöhe ihr Tafelsilber ab, um leere Kassen zu füllen. Aber auch, weil das Gemeinschaftliche, das Soziale irgendwie spießig wurde. Man trug jetzt Privatisierung, Profit, Professionalität. Ich erinnere auch an PPP, Public-Private Partnership. Ein Paradigmenwechsel. Auf den Schimmel in der Wohnung von Familie Dorwart heruntergebrochen heißt das, sie lüften und heizen nicht richtig. So kann ein Vermieter seine Mieter natürlich auch mundtot machen. Die Autoren erklären sehr anschaulich, wie Mieter mit kaputten Aufzügen, alten Leitungen und maroden Fassaden leben müssen, ohne Aussicht auf Verbesserung. Und insbesondere sozial Schwache und Zuwanderer trauen sich kaum aufzumucken, wissen manchmal noch nicht einmal, was ein Mieterverein ist. Das Terhaseborg und Nagel zeigen auch den komplexen Weg der Millionengewinne, die aus der Misere vor Ort geschöpft werden. Sie recherchieren den Insiderhandel der Konzernmanager, sie kritisieren die Hilflosigkeit der Politiker und sie berichten, wie sich Mieter gegen den Raubbau wehren. Sehr beiläufig ist die Serie auch ein Plädoyer für den sozialen Wohnungsbau. Solide, irgendwie angenehm, kleinbürgerlich, nicht von Gier getrieben, sondern vom Grundsatz, es muss in einer reichen Gesellschaft das Grundrecht auf anständiges, bezahlbares Wohnen geben. Das ist der Kammerton der Artikelserie. Mit knapp 160.000 Wohnungen im ganzen Bundesgebiet ist die GAGFA zum Symbol falsch gelaufener Privatisierung geworden. Und so weist diese Lokalberichterstattung weit über die Grenzen Hamburgs hinaus. Kopf und Herz des Lesers werden angesprochen. Die Artikelserie ist ein Vorbild für engagierten Journalismus, der aufklären und politisch wirken will. Und ich bitte jetzt die beiden auf die Bühne. Hallo. Mit wem habe ich telefoniert?
Manchmal verzweifelt man ja daran, dass die Arbeit eines Journalisten so wahnsinnig flüchtig ist und keine Spuren hinterlässt. In Ihrem Fall war das anders, das hat Wirkung gezeigt. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie es den Mietern heute geht, wie das Feedback war, was dann passierte. Ja, also es ist zu berichten, dass es einigen Mietern wirklich besser geht. Das hängt vor allem daran, dass die Politik in Hamburg auf das Thema aufmerksam geworden ist, Bürgersprechstunden eingerichtet hat und auch die Bezirksämter ihre Wohnungspfleger jetzt mal in die Wohnungen auch geschickt hat. Vor allem einige Fälle, die wir natürlich beleuchtet haben, wurden geklärt und diesen wurde geholfen. Aber auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, dass es einige Fälle gibt, wo noch nichts passiert ist. Und darüber kann man sich eigentlich noch ziemlich ärgern. Wir hatten jetzt gerade am vergangenen Wochenende noch den besagten Fall der Familie Dorwart in der Zeitung, die sich wirklich sehr kritisch exponiert haben in unserer Berichterstattung, die dann auch die Miete gekürzt haben angesichts der Schimmelwohnung und die jetzt die fristlose Kündigung bekommen haben. Nach 26 Jahren in der Wohnung sollten sie innerhalb von 18 Tagen die Wohnung räumen. Und muss man vielleicht noch dazu sagen, weil das ist eigentlich das Formschreiben der GAGFA ist dann, steht drunter, dass, da man ja nicht wisse, in welchem Zustand sich die Wohnung befindet, die Familie doch bitte noch die Schönheitsreparaturen erledigt, bevor sie auszieht. Also, ja. Sie werden also weiter über genau diese Familie natürlich auch berichten. Ja, es ist auch so, das war auch Teil der Geschichte letzte Woche, jetzt geht der Winter los, es wird kälter und also wir hatten jetzt schon mehrere Hauseingänge, wo die Mieter quasi eine Woche auf entweder lauwarmem Wasser oder eben 4 Tage Heizungsausfall hatten. Und da steht natürlich auch immer noch im Raum, dass sich halt dieser Reparaturstau, der sich da irgendwo, dass der sich im Winter erst so richtig dann durchschlägt. Ne? Wie hat eigentlich der Konzern reagiert? Also Sie haben wahrscheinlich die üblichen Faxe losgeschickt, bitten wir doch um Interview und Stellungnahme und so weiter. Und wenn Sie dann auftauchten, sahen die rot? Nein, überhaupt nicht. Also man muss wirklich die GAGFA für die professionelle Pressearbeit loben. Wir haben umfangreiche Fragebögen hingeschickt und die wurden alle fristgerecht beantwortet. Leider haben wir kein Interview bekommen. Wir wollten natürlich mit dem Konzernchef ein Interview machen, das wurde uns verwehrt. Man merkt, obwohl Sie sehr nüchtern schreiben, auch sehr zahlengestützt schreiben, man merkt trotzdem eine gewisse Sympathie für die, denen ein Unrecht geschieht. Ist Haltung im Journalismus wieder modern? Ich würde sagen, solange diese Haltung auf Fakten beruht, ist sie absolut modern. Wir sind ja zu dieser Haltung gekommen. Also wir haben uns ja nicht subjektiv von Anfang an auf die Seite der Mieter geschlagen, sondern wir haben uns von der Situation vor Ort überzeugt, haben wirklich wochenlang recherchiert. Und somit ist die Haltung, die wir in unserer Berichterstattung haben, natürlich basierend auf Fakten. Und wenn das modern ist, dann können wir damit sehr gut leben, glaube ich. Ja, und also der Eindruck, der zieht sich ja durch. Also das sind ja dann auch der Branchenverband, der sagt, ja, die GAGFA ist unser schwarzes Schaf. Ja. Oder was eben auch in dem Fall, also wir hatten wenig Probleme, die Leute zum Reden zu kriegen. Zumal bei der GAGFA halt in den oberen Management-Ebenen hat es in den Jahren 2004 bis 2007 eine unglaubliche Fluktuation gegeben. Und da sind genug Leute, die zwar eigentlich nicht reden dürfen, aber die dann tatsächlich also auch... Also ehemalige, die auch frustriert sind über das Geschäftsgebaren. Also ich erinnere mich an einen Ex-Manager, der sagte, ja, es gibt da dieses Haus in Solingen, wo irgendwie Kacheln abstürzen und ich musste hier aufhören, ich will nicht irgendwie für so eine Geschichte ins Gefängnis gehen. Dann danke ich herzlich für diese wunderbare Artikelserie und viel Erfolg und ich hoffe, dass Sie ähnliche Projekte dann in Zukunft machen. Danke. Vielen Dank.